Willkommen zurück, Leute, zu Super Mario Advance. Jetzt geht es darum, das Finale der Welt 4 zu schaffen und somit auch das Finale der Eiswelt. Wie schlimm kann es werden? Also ich würde mal sagen, auf einer Skala von 1 bis 1000 liegen wir so ganz gut bei, ja, 999 so. Was zur Hölle? Da geht's doch schon wieder los. Was ist das denn hier? Willst du... Soll's nicht weitergehen hier? Was? Okay. Ihr seht das Problem, oder? Seht ihr auch das Problem? Oder sehe nur ich das Problem? Ich hoffe, dass nicht nur ich das Problem sehe. Wie geht's denn hier? Was soll ich hier? Ey, was ist das? Ach. War die Tür die ganze Zeit da? Ich habe sie nicht gesehen. Da ist ein Birdo mitten im Level. Mitten im Level ist ein Birdo. Ich glaube, den geht's wohl zu gut. One up. Nein, schade. Nee, Birdo, ist nicht. Muss ich dich besiegen? Ich habe so dieses ungute Gefühl, dass dieser Birdo unbedingt besiegt werden sollte. Pilz. Ach, als ob. Ey, das mit der Tür ist mir ja jetzt ein bisschen peinlich, wenn die vorhin schon zu sehen war. Aber ich bin mir da echt nicht sicher, ob die zu sehen war. Nee, gib mir mal bitte Energie. Dankeschön. Und den Birdo da, den mache ich jetzt platt. Das ist mir egal. Das kostet jetzt, was es wolle. Bams. Ach, hat der wieder voll? Zack, und jetzt komm weg da. Ach, ist ja Gott sei Dank einer von den normalen. Okay, ich dachte, vielleicht kommt da noch was raus oder so. Was ist das denn schon wieder? Hier ist doch schon wieder gar kein Weg. Och. Oh. Alles klar. Scheiße, das war nichts. Wisst ihr, was los ist? Ich denke, ihr wisst es, oder? Spring auf so ein Birdo ein. Lass dich tragen. Ist doch ganz klar. Ey, das ist doch schon wieder so. Schwer. Warum ist das denn hier immer jetzt alles so schwer? Und es ist ja voll rätsellastig. Komm erstmal auf die blöde Idee. So. Lassen wir uns hier einfach durchtragen bis zum bitteren Ende. Und jetzt ist das Level hoffentlich schon vorbei, weil ich bin der Meinung, das war schwierig genug. Wow. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Und jetzt kommt wieder so ein dämlicher Turm. Oh Gott, diese Türme. Ja, ein Turm mit Eis. Und in so einem Turm suchen wir ja auch immer ganz gerne einen Schlüssel, ne? Das, oh, da stehen wir ja voll drauf. Schlüssel suchen. Oh, Mädel. Ist doch wieder nicht dein Ernst. Ich will dieses Ding hier noch rausziehen, weil ich glaube, da ist bestimmt ein Zaubertrank drin, oder? Nein. Können wir uns also keine Tür herbeizaubern, ne? Das wäre auch zu schön, um wahr zu sein. Oh, das ist doch so ein Drecksturm. Da sehe ich doch so schon ganz klar, da musste gleich wieder runter. Da gehen wir mal rein. Ja, gerade sagen, es ist ganz schön schnell. Energie und schön. Schönes Extra-Leben. 6 Leben, also... Ich habe ja, also ich habe die Hoffnung. Nee, dass wir dieses Level... Oh. Mädchen, das ist echt schrecklich mit dir. Dass wir dieses Level mit 6 Leben überstehen können. Die Hoffnung besteht. Ob es so kommt. Wer weiß das schon. Ja, wo wollen wir den jetzt setzen? Ich würde ja fast sagen hier. Keine Ahnung, ich habe gutes Gefühl, wenn ich das hier hin tue. Ein Stück zurück. Yep. Ach, Gott sei Dank, ey. 3 Energie schon mal. Das ist schon mal sehr wichtig. Ja, geht da doch wieder rein. Sind schon mal sehr wichtig für den Endboss, würde ich mal behaupten. Das steigert meine Chancen doch dramatisch. Ich hasse dich, Peach. Und für den Boss nehmen wir dann eventuell auch... Also wenn wir dann... Ja, ist doch jetzt gut. Wenn wir dann Leben verlieren sollten, dann könnten wir ja wieder umwechseln auf Mario. Kommt doch ganz drauf an, was das für ein Boss ist. Ja, Höhe muss man ja auch erstmal wieder sehen, also... Aber da finde ich eigentlich jemanden, der schnell was aus dem Boden ziehen kann oder was hochheben kann, ist dann wahrscheinlich die bessere Wahl. Ja, geht bitte down, ey. Dankeschön. Du kannst mich auch ruhig in Ruhe lassen. So, jetzt kriege ich hier einen Schlüssel und muss wieder runterrennen, oder? Aha. Ähm.
Also ich würde ja fast sagen, wir müssen dahin. Könnte ich mir so vorstellen. Das werden wir überprüfen. Ganz vorsichtig und geschmeidig. Komm, jetzt lass mich bitte gleich direkt richtig sein. Das wäre zu schön. Oh nein. Wieso kann ich denn darauf nicht stehen? Das ist auch nicht so offensichtlich, oder? Oder doch? Ja, doch, ein bisschen schon. Oh, ich brauch hier einen Schatten oder so. Dass ich weiß, wo die ist. Ich denke, das sieht so leicht aus, ne? Das ist das Schlimme an der Sache. Das sieht so elendig leicht aus. Was kann ich denn jetzt hier oben? Nichts. Nein! Oh nein! Es ist einfach nicht wirklich fair. Das ist alles hier nicht fair. Das ist überhaupt nicht fair gemacht. Ich glaube, das soll auch gar nicht fair sein. Kriege ich jetzt nochmal einen Pilz oder so? Nee. Aber ich brauche Energie. Na ja, gut, dann geht's halt noch weiter hoch in den Turm. Beziehungsweise es geht wieder runter. Nee, 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 töte die. Das gibt mir ein Herz, alles cool. Ach, das war dumm. Okay, die dürfen wir nicht töten. Man lernt ja nie aus. Und wieder rein. So, und in der Regel müsste der Rote da runter gehen. Der Blaue nicht und er geht auch runter. Dann machen wir das mit ihm. Ja, ich glaube, sonst hätte der mich getroffen. Ach, ich wollte gerade sagen, kann ich mich aufladen und dann einfach das Ganze so lassen? Nein, das geht nicht. Ja, ist mir egal. Ich könnte vielleicht einen Stern bekommen, aber... 5 solche Kirschen bedeuten übrigens einen Stern. Habe ich das schon mal jemals erwähnt? Wahrscheinlich nicht, weil ich es selber bis vor kurzem noch gar nicht wusste. Es wurde mir in den Kommentaren geschrieben. Ich dachte ja irgendwie, man muss eine bestimmte Anzahl an Gegnern killen. Aber dem ist gar nicht so. Nein, ich habe wieder Blödsinn erzählt. Und wisst ihr, wie das hier doch eigentlich viel einfacher geht? Wenn wir das Ding hier gelegentlich loslassen. Also, das macht es wirklich um Welten leichter. Lass mich in Ruhe. Also, wenn wir das immer so schön hier fallen lassen, vor allen Dingen kann man damit dann auch die Gegner besiegen. Das macht dann schon extrem viel Sinn. So, fall mal weg. Genau. Weniger Stress mit dem Vieh. Ja. Aber ich meine, dass der sich den auch wiederholen konnte. Also in der Super Nintendo Version konnte der sich den Schlüssel holen. Also da musste man dann zusehen, dass der wirklich nicht an den Schlüssel rankommt. Hier scheint es so zu sein, als würde er ihn nicht versuchen zu bekommen. Ist jetzt mal Schluss hier. Ich kann mir auch vorstellen, dass man mit der Biene hätte fliegen müssen oder so. Nein, 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 das sieht sehr gut aus. Okay, da ist hinten ist vielleicht eine Warp-Zone. Was ist das denn? Ich kann nichts machen. Also nur mal so, das ist noch das Intro für den Boss. Okay, ach so. Boah, das ist schon... Das ist ja schon wieder... Ja, doch, das ist schon wieder eine Hausnummer hier. Komm her. Nee, das war nichts. Okay, das ist aber machbar. Das ist auf jeden Fall machbar. Zack. 3-mal oder wie? Oh, okay. Okay, jetzt bitte nochmal. Nein. Komme ich da hoch? Nein, komme ich nicht. Scheiße. Peach! Hau die mal um. Genau, so. Ach, dann geht das doch. Jetzt nimm ihn. Oh. Glück gehabt. Wir sind durch. Ja. Wait, Welt 4. Wir haben Welt 4 geschafft. Ey, Leute, das müssen wir jetzt mal echt festhalten hier. Das ist ja aber... Jetzt bin ich eine Respektsperson, weil ich es geschafft habe. Ist so. Ach, komm, gib mir doch mal irgendwie hier was. Das ist richtig lame, aber ich spiele jetzt weiterhin mit Peach. Mit Peach ist wirklich doch um einiges besser. 5-1. Welt 5. Wer hätte gedacht, dass wir die jemals sehen? Der darf jetzt in die Kommentare schreiben, ich. Wer denn da schreibt? Keiner?
Wie viele von euch halten überhaupt wieder durch bis hierhin? Nach den ganzen Gefehle und, ja, und Aufregern des Tages. Wie soll ich da denn schnell durchkommen? Das ist auch wieder so eine Sache. Ach, ich finde das Spiel einfach so... Ach so. Ja, nee, ist klar. Für das Extra-Leben muss ich 47 Mal dahin laufen und, nee. Ja. Das sehe ich dann auch irgendwo nicht ein, für ein Leben. Klar, Game Over gehen ist echt nicht so schön hier. So, machen wir mal hier und hoffen aufs Beste. Naja. Kein Pilz, aber Münzen. Okay, Münzen bringen uns Leben eventuell. Wenn wir ganz viel Glück haben, ist okay. Hauptsache hier ein bisschen Energie, passt schon. Oh nein. Die Baumstämme sind wieder da. Wie gut, dass wir Peach sind. Oh Gott, wie gut, dass wir Peach sind. Also hier möchte ich echt ohne Peach nicht sein. Ach, das ist aber jetzt auch, das ist auch nicht wirklich euer... Nee, das geht doch, wenn... Stell dir mal vor, man hätte jetzt Mario oder so. Die sind doch irre. Die sind doch irre. Komm ich da rüber? Oh, Gott sei Dank. Gerade so. Und hier ist jetzt noch ein Pilz, wa? Zu einem Überfluss. Ja, nee, ist auch klar. Wie soll das denn gehen? Der Pilz fällt da ins Nichts. Okay, hier muss ich mich wo runter? Ja. Runterfallen lassen ist gut, ist gut, ist gut. Damit komme ich noch zurecht. Mit ein bisschen Glück? Ja, kriegen wir sogar noch mehr Münzen. Geil. Episch. Ja, ich weiß gar nicht, was ich hier an episch finden kann, aber... Man sollte das Wort ja doch irgendwie öfters mal benutzen. Okay, ich wollte gerade sagen, das ist doch eigentlich ganz geil. Lass mich raten, der macht nie ein Ei, wa? Boah, gerade so weggekommen. Zack, ja Mann, Bird, du bist dran. Liegt selten dämlich, liegt selten... Okay, das... Nein, daneben! Nein! So, Bams, erledigt, ist mir egal. Ha. Nehme ich die Energie eigentlich mit ins nächste Level? Das weiß ich nie. Ob ich dann sonst mit einem Energieteil starten würde, wäre auch nicht so cool. Von daher, zack, zack, zack. In diesem Part schaffen wir sogar wieder mal 3 Leben. Ich setze alles, meine Güte, komm. Alles oder nichts. Nichts. Hey, gut, super. Peach. Super Peach 2. Es gibt doch auch ein Super Princess Peach Spiel. Habe ich auch noch nie gezockt. Noch nie in meinem Leben. Ein Kumpel von mir hatte das mal gespielt. Moment. Das muss jetzt mal sein. So, der hatte das gespielt. Der meinte, es ist eigentlich voll cool. Aber der hat dann auch irgendwie gesagt, irgendwann musste da alles mögliche an Kram sammeln, was du die ganze Zeit ausgelassen hast. Also ich glaube, es so verstanden zu haben, dass man es musste. Und das gefiel ihm nicht so. So, da sind... Es gibt doch Leute, die so ein bisschen so sind wie ich. Und nicht immer versuchen, 100% zu holen. Weil ich bin eigentlich auch nicht so... Nein! Oh, da bist du verraten und verkauft, wenn du so ein Ding da rausziehst. Ja, nee, ist klar. Ich sehe schon... Okay, gut. Na, komm. Schade. Ich hätte es eigentlich ganz cool gefunden, wenn der Shy Guy dabei draufgegangen wäre. Oh, wofür tue ich das denn? Oh, okay, das war schon wieder mal voll verkackt. Zack, zack, zack. Energie, danke. Ja. Hat jemand Super Princess Peach gespielt? Also, der mir dazu irgendwas sagen kann? Ob das cool ist oder nicht? Ich weiß es ja nicht. Ich kann es mir gar nicht so gut vorstellen. Ich glaube, es hat auch jetzt nicht so die übelsten Wertungen oder so bekommen. Aber na gut, das muss ja nichts heißen. Das muss ja nichts heißen, weil dieses Spiel hat, glaube ich, damals in der Endzone, das hat eine richtig gute Wertung bekommen von GBA. Aber ich glaube, das lag auch mehr daran, dass gerade, ja, der GBA halt rauskam, Release-Titel und so, dann drückt man doch schon ein oder zwei Augen zu. Na. Aber ich fand es ja selber auch cool, von daher kann ich mich da wohl kaum beschweren. Bams, weg. Zack. Sehr schön. Extra Leben und so. Wir haben immer noch 6 Leben, Leute. Wir sind voll gut dabei.
Da könnt ihr mir auch erzählen, was ihr wollt. Wir sind super gut dabei und ich feiere das gerade übelst. Ja, ja. So, zack ich da durch. Ey, Welt 5-2, das läuft ja. Das läuft ja mal richtig, richtig gut. Erzähl mir bitte nicht, dass ich irgendwo einen Schlüssel brauche oder so. Okay, das war natürlich selten dämlich, aber da war ich auf jeden Fall selber dran schuld. Da oben gibt es bestimmt Energie. Super. Juhu. Kann kann Peach eigentlich da auch springen? Schweben? In ihrem Super Princess Peach Spiel? Kann die das? Ach du Heilige. Nein. Das sieht doch auch jetzt wieder. Glück gehabt. Mega Man. Wollte man hier ein bisschen vom Mega Man klauen? Ja, und jetzt noch am besten noch ein Loch oder so, ne? Ja! Oh, ihr seid so cool, ey. Das ist echt nicht euer Ernst. Ey, wie unfair. Da wären wir jetzt beinahe runtergefallen. Das so, tschüss. Oh, Birdo, ey. Nein. Scheiße. Bisschen Energie? Nein. Selbstverständlich nicht. Ich kann aber auch den Fisch nehmen. Oh, komm, ey, jetzt. Scheiß Drecksei. Noch ein Ei. Boah, Birdo, verarsch mich nicht. Nein! Gut, dass ich Peach hatte. Oh, ich trau mich nicht zu werfen. Yay! Oh, episch. Oh Gott, ich werde besser. Ich glaube, ich werde echt besser. Wäre geil, wenn ich besser werden würde, aber naja, warten wir es ab. Gut, Leute, das war's für den Part. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal in dem Finale von 5-3. Bis dann und ciao.